Also mein Name ist Jochen Berger. Ich bin selber seit 2002 hier beschäftigt im Bureau von Afrika Zentrum. Der Verein existiert seit 1990 und das Zentrum seit 1985. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit der Flüchtlingsarbeit und mit der Flüchtlingsbetreuung unterschiedlichen Nationalitäten und seit 2019 speziell mit dem somalischen Kulturhilfsverein. Wir haben festgestellt, dass die Flüchtlinge, die hierher kommen, nicht in der Lage sind, aufgrund ihrer Vorkenntnisse und auch ihrer Sprachbildung, sich hier in dem Dschungel des Bürokratismus durchzusehen bzw. durchzusetzen. Sie wissen also nicht, wie man konkret sich bei der Ausländerbehörde anzumelden hat, wie man aufgrund des sozialen Gesetzes Deutschlands die Unterstützung erhält und wie eine Gesundheitsfürsorge bei uns in Deutschland läuft. Das sind mit die wichtigsten Punkte, wo wir dabei sind, die Flüchtlinge und die Migranten hier zu unterstützen bzw. zu helfen. Also wir haben im vergangenen Jahr aufgrund der Weiterbildung ungefähr 18 Flüchtlingsbegleiter ausgebildet. Davon sind ungefähr 12 bis 14 aktiv und haben im vergangenen Jahr ungefähr 588 Stunden geleistet. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben wir auch Hilfe bekommen, ne, von anderen Somalis, die etwas länger hier waren, von Sozialarbeitern. Und jetzt sehe ich es auch als meine Aufgabe, das ein bisschen zurückzugeben. Wir sind eine relativ kleine Community damals, Ende der 90er, Anfang der 2000er gewesen. Jetzt mittlerweile sind es, glaube ich, 3.000 in Berlin plus nochmal 3.000 bis 5.000 in Brandenburg. Am Anfang ging es auch noch mit Helfen, da konnte man hier und da den einen begleiten, aber irgendwann wurde es einfach zu viel. Dann haben wir uns gedacht, wir brauchen einen Ort, wo die Leute hinkommen können, wo sie Beratung und Hilfe finden, wo sie sich netzwerken können und so weiter. Und deswegen haben wir uns an die Romov eingewendet und die waren sofort dabei. Und seitdem sind wir hier mit integriert. Man kämpft um jeden Cent, man kämpft um jeden Menschen, man kämpft mit jedem Bürokratismus, man kämpft mit jedem Mitarbeiter, ob in der Ausländerbehörde oder im Sozialamt oder im Arbeitsamt. Aber letztendlich, es ist positiv zu betrachten, dass die Einstellung auch der Ämter langsam mehr positiv wird. Aber ich muss Folgendes sagen, wir erwarten natürlich auch von den Ämtern, dass sie uns etwas entgegenkommen als sozialen Vereine. Und hier fehlt es manchmal, dass ganz bestimmte Ämter wissen, wo sind die entsprechenden sozialen Vereine, die die Flüchtlinge und auch die Migranten unterstützen können und wollen und müssen.